Normalerweise sitzt Ina Stegmann um diese Zeit am Schreibtisch. Doch heute zieht es sie früher als sonst aufs Rad. Ich mache Mittagspause. Das ist bei uns sehr flexibel. Dann ist man wirklich wieder frisch. Also man kennt das ja, morgens ist man noch hochkonzentriert und dann irgendwann über den Mittag kommt dann so ein Loch und dann gehe ich gerne Sport machen. Danach bin ich dann am Nachmittag wieder frisch und bin eigentlich nicht müde. Genau, im Gegenteil. Das Fitnessstudio, ein Teil der Work-Life-Balance-Strategie von Adidas. Überhaupt das Ambiente bei Adidas erinnert eher an einen Freizeitpark. Gewöhnliche Büros gibt es kaum noch. Jeder Mitarbeiter hat einen Laptop, ein Handy und arbeitet je nach Bedarf da, wo es gerade passt. Warum nicht auch mal auf einem Sitzsack? Jessica Margold bereitet sich auf ihr nächstes Meeting vor, ein Treffen mit Designern. Es geht um eine neue Kollektion. Dafür zieht sich das Team dann auch schon mal in einen separaten Raum zurück. Ich habe einen Job, er muss erledigt werden. Und solange der erledigt wird, liegt es bei mir, wie ich den erledige. Natürlich müssen Meetings meistens hier stattfinden. Wenn ich aber nicht an Meetings gebunden bin, dann kann ich mir den Tag auch selbst einteilen. Und Kontrolle also gibt es nicht, wir arbeiten nicht nach Stechuhr. Herzogenaurach, mitten in der bayerischen Provinz. Hier ist Adidas zu Hause. Die nächste größere Stadt ist Nürnberg, eine halbe Autostunde entfernt. Um gute Fachkräfte herzulocken, da muss sich der Konzern schon was einfallen lassen. Also heute ist es so, dass junge Leute natürlich von egal welchem Unternehmen Angebote im Work-Life-Integration-Bereich auch erwarten. Das ist einfach auch ein Gang und Gäbe. Die Latte liegt sehr hoch. Wir sind ja nicht die Einzigen, die im Markt besondere Sportangebote haben oder flexible Arbeitszeiten bieten. Da muss man schon immer wieder was draufsetzen. Zum Beispiel die sogenannte World of Kids, eine Firmenkita. 120 Kinder verbringen hier ihren Tag, während die Eltern gleich nebenan arbeiten. Ich habe nach allen drei Kindern sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten, nach 8 Wochen. War mir aber wichtig, 9 Monate lang zu stillen. Das heißt, ich habe hier die Stillräume genutzt und das war alles möglich, weil wir hier eben gute Einrichtungen haben, die Kindertagesstätte, Stillräume. Und ihre Arbeitszeiten können alle 5000 Mitarbeiter hier weitgehend selbst bestimmen. Dazu gehört, und das nicht nur für Mütter, ein Tag pro Woche Homeoffice. Wer hat begonnen?